Leben in Zeiten der multiplen Krise, studentische Ringvorlesung an der Uni Kassel. Hallo? Können mich alle hören? Ja? Okay. Ist immer eine blöde Frage, glaube ich. Trotzdem, hallo und herzlich willkommen zur schon vorletzten Sitzung der Ringvorlesung Leben in Zeiten der multiplen Krise. Heute mit Friederike Habermann. Und zwar zum Thema Alternativen zu Krisen und Kapitalismus, Andersleben und Wirtschaften. Bevor wir tatsächlich zum eigentlichen Inhalt heute kommen, aber noch ein paar Hinweise. Zunächst für die Studierenden, die die Ringvorlesung belegt haben. Bei den Leuten, die Politik im Nebenfach haben, es gibt am Freitag das dritte und letzte Tutorium. Genau, um 10 Uhr. Ihr müsstet eine E-Mail bekommen haben, ansonsten könnt ihr auch gerne einfach nochmal nach der Veranstaltung auf uns zukommen. Und dann ist es so, dass die Leute, die Wirtschaftswissenschaften im Bachelor studieren und sich angemeldet haben, die können nach der Veranstaltung den Sitzschein hier vorne bekommen. Und dann habe ich zuletzt noch einen Veranstaltungshinweis. Wir wurden gebeten, auf eine Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung aufmerksam zu machen. Und zwar wird es morgen um 19 Uhr in der Café Buchoase einen Vortrag geben zum Thema Rechtsruck in Argentinien, Anfang vom Ende der Linkswende in Lateinamerika. Und da wird der Marburger Soziologe und Lateinamerika-Experte Dieter Boris analysieren, wie die politische Lage nun in Argentinien nach der Wahl des konservativen Kandidaten ist und wie sich das ansonsten auf Lateinamerika auswirken könnte. Also, wie gesagt, morgen 19 Uhr in der Café Buchoase. Nun aber tatsächlich zur heutigen Vorlesung. Und da möchte ich kurz noch eine Zusammenfassung der bisherigen Ringvorlesung einschieben. Das Ganze hat ja angefangen im ersten Block mit einer Analyse der Finanz- und Eurokrise. Also, wie kam es zur Eurokrise und wie kam es zur Finanzkrise. Und dann ging es im zweiten Block um weitere Dimensionen der multiplen Krise, so wie beispielsweise der Krise der Geschlechterverhältnisse. Und wir haben auch die Krise des europäischen Grenzregimes diskutiert. Und nun sind wir schon längst im dritten Block angekommen, mit den letzten zwei Sitzungen. Der dritte Block handelt davon, was für Lösungsstrategien es gibt, was für Lösungsmöglichkeiten im Hinblick auf diese Krise. Und vor zwei Sitzungen war Klaus Wieselski hier mit Alexander Gallis. Da ging es darum, welche Möglichkeiten Gewerkschaften bieten, um beispielsweise eben in der multiplen Krise quasi zu intervenieren. Und da wurde, glaube ich, deutlich, dass es sowohl Vorteile dieser Form gibt, als auch Nachteile, dass es schwierig ist momentan anscheinend in Deutschland beispielsweise Gewerkschaftsmitglieder überhaupt zu akquirieren. Und in der letzten Sitzung dann haben wir uns mit Parteien auseinandergesetzt und haben auch da gesehen, dass Parteien vielleicht nicht das beste oder nicht das einzige Lösungsmittel sind, wenn es um die Austragung sozialer Konflikte momentan geht. Und heute zoomen wir quasi noch mal ein bisschen weiter in die Gesellschaft rein. Manche mögen sich schon gefragt haben in verschiedenen Sitzungen, was diese Vorlesung eigentlich mit uns selber, mit uns als Menschen, die wir hier in der Vorlesung sind, was die Ringvorlesung damit zu tun hat. Und es kann gut sein, dass zwischendurch auch der Eindruck entstanden ist, dass die Krise irgendwie unausweichlich ist, dass der Kapitalismus irgendetwas ist, was uns vollkommen determiniert oder so. Und deswegen freue ich mich besonders, dass heute Friederike Habermann da ist, weil sie, glaube ich, gut darstellen kann, inwiefern das vielleicht nicht der Fall ist und was für andere Möglichkeiten abseits von Gewerkschaften und Parteien, also so formeller Formen, sich gemeinschaftlich zu engagieren, also was für andere Möglichkeiten es da noch gibt. Nun möchte ich Friederike Habermann noch kurz vorstellen. Sie ist Historikerin und Volkswirtin, schreibt, lehrt und forscht als freie Wissenschaftlerin, hat Ökonomie, Geschichte und Politikwissenschaft studiert und in den politischen Wissenschaften auch promoviert. Aber abseits von dieser wissenschaftlichen Karriere
hat sie lange Jahre auch schon als politische Aktivistin sich engagiert, sei es in feministischen Gruppen oder in globalisierungskritischen Gruppen oder auch in der Vernetzung des solidarischen Wirtschaftens. Und außerdem hat sie einiges publiziert. Ich möchte da nur drei Bücher hervorheben. Einmal, und das wird wahrscheinlich auch einen Großteil davon beinhalten, was wir heute hören werden, ist von 2009 Halbinseln gegen den Strom, anders Leben und Wirtschaften im Alltag. Und dann hat sie aber auch noch zu vielen anderen Themen noch geschrieben, beispielsweise von 2013 der unsichtbare Tropenhelm, wie koloniales Denken noch immer unsere Köpfe beherrscht. Und noch als letztes, Geschichte wird gemacht, Etappen des globalen Widerstands von 2014. Also ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Und davon könnt ihr euch jetzt auch selber überzeugen. Denn ich würde sagen, genau, Friederike, du machst einfach weiter. Ja, hallo nochmal. Ich freue mich, in Kassel zu sein. Ich habe zwar nie offiziell in Kassel studiert, aber ich bin durch die Denkräume, die hier bestehen, gehegt und gepflegt werden, sehr geprägt in meiner theoretischen Ausprägung und bin sehr dankbar dafür. Zu dem Thema, zu dem ich eingeladen bin, macht, glaube ich, Sinn, anzufangen mit etwas, gerade wurde der Anfang vom Ende der Linkswende in Argentinien angekündigt. Das, womit ich anfange, könnte man vielleicht als den Anfang vom Anfang der Linkswende in Argentinien bezeichnen. Und zwar hatte ich im Jahr 2004 ein Buch gemacht, Aus der Not eine andere Welt, was genau die alternative Ökonomie in Argentinien nach dem Finanzcrash untersucht. Also aus der Krise heraus, was da entstanden ist. Damals gingen durch die Medien solche Bilder, manchmal waren es auch Frauen mit Stockelschuhen oder Männern in Anzügen, die da bei den Banken eben protestiert haben, und man sieht hier, dass sie durchaus hegemonial vorherrschend waren, diese Proteste. Die Polizisten kümmern sich noch nicht mal darum. Neben diesen Protesten gab es dann Nachbarschaftsversammlungen, die versucht haben, Proteste zu organisieren, aber eben auch Druck auszuüben auf Wasserunternehmen, auf Energieunternehmen, Ähnliches, wenn die Rechnungen nicht gezahlt werden konnten oder damit sie nicht gezahlt werden konnten. Und natürlich gab es auch Ansätze anderen Wirtschaftens wie Urban Gardening, Gemeinschaftsgärten und Ähnliches. Ein anderes Phänomen waren besetzte Fabriken. Es gab ungefähr 200 besetzte Fabriken in Argentinien. Allerdings, die allermeisten davon haben sich sofort darauf eingelassen, sich zu verpflichten, nach 2 Jahren die Fabrik dem Eigentümer abzukaufen. Obwohl das in der Regel verlassene Fabriken waren, nur 2 haben sich geweigert, aber Bruckmann, eine Nähfabrik, sage ich jetzt mal, hat es dann 2003 auch noch zur Legalisierung zugestimmt, und nur eine Sanon ist dann besetzt im klassischen Sinne geblieben. Nach dem Zusammenbruch im Dezember 2001 kam es zu einem Run auf die Tauschringe, die auch in Argentinien, wie hier ebenfalls in den 90er Jahren, entstanden waren. Ich selbst bin nach Argentinien relativ spontan nach einem Weltsozialforum in Porto Alegre in Brasilien rübergefahren mit mehreren Aktivisten, Aktivistinnen, und irgendjemand hat uns dann in so ein großes soziales Zentrum, eine riesige Fabrik mit 5 Stockwerken gelotst, wo wir dann unsere Schlafsäcke ausbreiteten. Und morgens aber dann dadurch geweckt wurden, dass plötzlich das ganze Haus geflutet wurde von Menschen, die da eben auf diesen 5 Stockwerken Tauschmärkte gemacht haben. Und das hat dann auch beinhaltet Zahnärzte, Orthopäden und ähnliche Dienstleistungen. Und vor dem Fabrikgebäude standen immer noch hunderte von Menschen Schlange, um hineinzukommen. Dieser Hype hat allerdings nicht lange gehalten.
Obwohl der Grundsatz der Tauschringe war, unser Leben muss nicht vom Geld bestimmt sein, sind eben Tauschringe letztlich schon auch eine alternative Währung, also Geld. Und genau diese Geldprobleme haben dann auch wieder zugeschlagen auf die banalste Art und Weise. Es ist zu Fälschungen gekommen. Mitte 2002 existierten insgesamt 260 Millionen gefälschter Kreditos. Waren natürlich unterschiedlich, weil die immer lokal sind. Es kam zu Spekulationen mit, was ist billiger auf dem Tauschmarkt, was ist billiger auf dem offiziellen Markt. Und so kam es zu dem, was eigentlich gar nicht möglich ist in der Theorie der Tauschringe, nämlich zu Inflation. Das Entscheidendste auch für die Inflation war allerdings das Phänomen, dass eben alle das angeboten hatten, dasselbe brauchten, nämlich Essen in dieser Situation, und das anboten, was sie hatten, nämlich Krimskrams. Und das hat sich nicht lange gehalten. Mein Buch habe ich dann erst ein Jahr später, Anfang 2003, gemacht. Und da war es auf 200.000 Mitglieder zusammengeschmolzen. Auch die Bewegungen in Argentinien haben kritisiert, dass die Tauschmärkte sehr viele ganz starke Komponenten einer kapitalistischen Ökonomie immer noch aufgewiesen haben. Das andere Bild, was durch die Medien ging, war ungefähr so. Die Piqueteros, oder ein Piquetera in dem Fall, die Erwerbslosenbewegungen, die auf die Straße gegangen sind, Autobahnen besetzt haben, Brücken besetzt haben, das sah dann halt immer so aus mit den brennenden Autoreifen. Sehr nach Revolution. Dagegen war es eigentlich sehr ernüchternd, wenn man geguckt hat, worum gekämpft wurde. Nämlich, man konnte sagen, um 1 Euro Jobs. Das Pendant in Argentinien, mir damals noch völlig fremd, weil so weit runtergekommen war der Wohlfahrtsstaat hier noch nicht, waren Arbeitspläne, hieß das, wo also die Erwerbslosenbewegungen dann darum gekämpft haben, dass ein Arbeitsplan pro Familie vergeben wurde. Das war verbunden mit 4 Stunden Arbeit, die man abzuleisten hatte. Und wurden mit 50 Dollar entlohnt, was auch damals in Argentinien nicht viel war. Das Preisniveau war ungefähr dem europäischen, war dem europäischen sehr ähnlich. Diese Bewegungen haben aber diese Arbeitspläne insofern dann benutzt, dass sie gesagt haben, wir verwalten sie selbst, wir organisieren selbst, was wir arbeiten wollen, und versuchen damit eine alternative Ökonomie aufzubauen. Ich habe mir zum einen Erwerbslosenbewegung in Buenos Aires angeschaut und zum anderen eine Hausfrauengewerkschaft in Santa Fe, was eine Stadt und was auch eine größere Provinz ist, die vor der Krise 80.000 Mitglieder hatte. Wo es darum ging, gegen den Mitgliederbeitrag kriegte man auch verschiedene Vergünstigungen. Es gab eine Hochglanzillustrierte, wenn es dann darum ging, wie kann man Gesichtscremes herstellen, auch Sahne, Banane und Ähnlichem, dann las ich das für mich, als ich dann in der Krise da war, wie das, was die Frauen gerne gegessen hätten in der Zeit, als ich da war. Also schon wirklich ein ganz völliges Herauskatapultieren aus bisherigen Lebensverhältnissen, was eben in Argentinien damals der Fall war. Das sind die unterschiedlichen Arbeitsbereiche, die gegründet worden sind. Es gab, was man hier sieht, eben Kleidungsherstellung, Schuhherstellung, sowie Körbe, Seife, Tischschmuck, Porzellan, Spielzeug. Es gab auch die Gemeinschaftsgärten. Bäckereien gab es ziemlich viel. Volksküchen, könnte man sagen. Aber wenn man sich genauer das anschaute, war auch das relativ frustrierend. Eigentlich war jetzt aus ökonomischer Sicht das Ergebnis, dass in diesen Arbeitsbereichen man gerade das erwirtschaftet wurde, um wieder neu zu investieren, aber nicht wirklich, um damit Einkommen zu generieren. Also es war ein ganz klares Ergebnis auf wirtschaftlicher Ebene zu sagen, man kann nicht gegen den Kapitalismus an,
produzieren, an konkurrieren, solange dieser mit Weltmarktpreisen arbeiten kann, die eben in Makeladoras, in Weltmarktfabriken zustande kommen, wo der Lohn eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Das extremste Beispiel, was mir so plastisch war, war, dass Vorhänge aus alten Plastikflaschen hergestellt wurden, wo ich dann mal spaßeshalber den Stundenlohn ausgerechnet habe und auf 2 Cent pro Arbeitsstunde gekommen bin. Trotzdem habe ich auch viel Optimismus damals mitgenommen und wenn ich das jetzt eben so vorhin spontan als Anfang der Linkswende eingeführt habe, dann denke ich, ist das ja auch entscheidend, weil eben ganz viel in den Köpfen der Menschen in dieser Zeit durch die gemeinsame Organisierung entstanden ist. Viele gesagt haben, ich traf auf der Straße diesen Unbekannten, meinen Nachbarn, und dadurch eben auch eine neue Qualität im alltäglichen Leben geschaffen wurde. Neke Hara von der Erwerbslosenbewegung Solano zum Beispiel, die auf die Schwierigkeit hinweist, nicht immer wieder doch dasselbe zu machen. Also wenn sie sagt, wir wollen nicht die Unterdrückung reproduzieren. Den Kapitalismus werden wir nicht verändern, wenn wir nicht unser alltägliches Leben verändern. Oder dieser Slogan, den man auf Wänden gesehen hat, aus dem Stadtviertel heraus beginnt die Geschichte bereits sich zu verändern. Oder in den Worten eines anderen von mir interviewten Toti Flores, mit den Mitteln, die wir haben, glauben wir, dass wir die Welt verändern können. Das ist nicht möglich von einem Tag auf den anderen, sie verändert sich durch das alltägliche Leben. Ich glaube, dass sie hier verändert wird, dass sie in Europa verändert wird, dass sie in Afrika verändert wird. Soziale Bewegungen verändern sie, denn wenn nicht, sagen wir, gut, jetzt reden wir, wie sie sein sollte und andere müssen das machen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, anzufangen, sie zu verändern. In diesem Sinne ist es sehr wohl eine Alternative zu dem, was der Neoliberalismus will. Durch diese Erfahrungen verändern wir die Wirklichkeit. Ich habe viel Vertrauen in das, was wir erreichen. Zumindest für mich hat sich die Welt verändert. Ich habe bereits eine andere Welt. Also insofern bin ich da schon mit ziemlich viel Optimismus auch wieder weggefahren. Wenn ich dann später über Argentinien gesprochen habe, dann habe ich immer so das Gefühl gehabt, ich würde das jetzt gerne nicht updaten. Also zum Beispiel bei der Hausfrauengewerkschaft in der Stadt kam es zu einer starken Überschwemmung und die Hausfrauengewerkschaft hat sehr viel Geld gekriegt, ich weiß nicht mehr von welcher internationalen Organisation. Daraufhin haben sich die Frauen sehr stark zerstritten, weil auch diejenigen, die nicht in den überschwemmten Bereichen ihrer Häuser hatten, das Gefühl hatten, sie würden jetzt auch gerne was davon haben. Und in den Erwerbslosenbewegungen ist es teilweise zu unschönen Kämpfen gekommen, in dem Moment, wo die Bewegung dann nicht mehr stark war, zu sagen, wem gehört das eigentlich, was wir hier bisher als Gemeinschaftsgut hatten. Aber es ist jetzt, wenn ich heute immer gerne auf die Probleme von Geld und Eigentum hinweise und dann hingeführt worden bin durch meine Arbeiten, die ich dann über den deutschsprachigen Raum gemacht habe, dann wäre es jetzt Quatsch zu sagen, das ist jetzt direkt die Lehre aus Argentinien gewesen. Aber es war schon so, dass ich eben mich dafür interessierte, was ist eigentlich im deutschsprachigen Raum da an anders wirtschaften. Weil wenn ich in Argentinien da erzählte, Foodsharing gab es noch nicht, aber sowas wie Essensretten gab es damals auch schon. Essen, was überflüssig ist, zu teilen oder solidarische Landwirtschaft zu betreiben, wo keine Kaufverhältnis mehr besteht, sondern andere Unterstützungssysteme bestehen oder Repair-Cafés, gab es damals jetzt auch noch nicht, aber wo man eben hingehen kann und seine Sachen repariert haben kann, ohne dass man was dafür geben muss. Ich gehe da gleich nochmal intensiver drauf ein oder sowas umsonst läden. Das gab es damals eben schon, wo man Sachen, die man nicht mehr braucht, abgeben kann und jemand anders, der oder die sie braucht, sie in Besitz nehmen kann. Also merkte ich, es ist gar nicht so unspannend, auch wenn hier die Krise noch nicht war zu dem Zeitpunkt. Und als ich eigentlich erst das Buch schon längst geschrieben hatte, oder nicht längst, aber geschrieben hatte,
fiel mir auf, dass die jüngeren Ansätze von all dem, was ich da beschrieb, denjenigen aus der freien Softwareproduktion auch sehr entsprechen und dass man das mit dem Begriff Commons fassen kann. Und deshalb spreche ich heute, wenn ich sage, ich denke, dass ein gesamtwirtschaftliches Wirtschaften auf dieser Grundlage möglich ist, dann spreche ich im Wortspiel mit Economy von Ecomony. Und dafür würde ich jetzt nochmal kurz darstellen, was Commons eigentlich sind. In den Wirtschaftswissenschaften gibt es den Aufsatz von Garrett Hardin, die Tragödie der Allmende. Das ist meistens auch eben das Einzige, was im deutschsprachigen Raum erstmal verbunden wird mit dem Wort Allmende, was nichts anderes als Commons heißt. Da ist die Weide im mittelalterlichen Dorf. Alle Bauern wollen ihre Kühe und Schafe drauf treiben und weil alle ihren individuellen Nutzen nach oben treiben wollen, ist sie dann überweidet und kaputt. Das war auch der Grund, weshalb sie in der Wirtschaftswissenschaft dann keine Rolle mehr spielt. Faktisch hat sie aber bis zur Entstehung des Kapitalismus eigentlich in ziemlich allen Kulturen und Wirtschaften eine Rolle gespielt, natürlich mit ganz unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen. Und es war sogar so, dass auch in Europa Eigentum an Land bis dahin gar nicht bekannt war. Es gab zwar Feudalverhältnisse, die sich auch über Land erstreckten, aber nicht in dem Sinne Eigentum, wie wir das heute verstehen. Und Hardin hat das interessanterweise doch ein bisschen anders begründet, als man so gemeinhin hört. Er schrieb nämlich in dem Aufsatz, darin liegt die Tragödie. Jedermann ist fester Bestandteil eines Systems, das ihn seine Herde grenzenlos zu vermehren zwingt. Und das in einer begrenzten Welt. So eilen alle dem Schicksal ihres Ruins entgegen, jeder im Streben nach seinem eigenen Vorteil in einer Gesellschaft, die an die Freiheit der Allmende glaubt. Die Freiheit des Gemeinguts führt zum Ruin aller. Und Jeremy Rifkin, auf den ich später nochmal zurückkommen werde, interpretiert dieses Zitat meiner Ansicht nach völlig richtig, indem er sagt, persönlich finde ich es merkwürdig, dass Hardin der Allmende die Rolle des Schurken zuschreibt, als stehe sie hinter der Entfesselung von all der Gier und Zerstörungswut der modernen Welt. Tatsache ist doch, dass es die neuzeitlichen Exzesse eines vom Markt getriebenen kapitalistischen Systems waren, dessen verbissenes, durch die schwere Hand staatlich gelenkter kolonialer und neokolonialer Programme gestütztes Profitstreben während der vergangenen 3 Jahrhunderte sowohl zum Raubbau an den Ressourcen als auch zur pauschalen Ausbeutung der Menschen der Dritten Welt geführt hat. Es war dann eine Frau und Nichtökonomin, die im Jahr 2009 den Nobelpreis für Wirtschaft erhalten hat, für eine empirische Untersuchung von Commons über die ganze Welt, wo sie festgestellt hat, die Commons funktionieren. Und zwar deshalb, weil die Menschen miteinander sprechen können, eben eine Tatsache, die in Wirtschaftswissenschaften nicht vorkommt. Und weil sie miteinander sprechen können, können sie miteinander kooperieren. Und dazu kommt natürlich auch noch der Fakt, dass nur in einer Gesellschaft, wo man Reichtum unabhängig von den faktischen Gütern, die es gibt, anhäufen kann, überhaupt das Interesse besteht, dass alle ihre Kühe und Schafe grenzenlos auf die Weide treiben. Dazu muss man noch Lohnarbeit ermöglichen, damit jemand anders sie schert und melkt, weil ansonsten hat man nämlich ganz schnell keine Lust mehr und braucht auch keine Wolle und keine Milch mehr. Und wenn es gemeinschaftlich organisiert ist, was natürlich sinnvoller ist, dann steht es auch nicht in Konkurrenz. Commons sind also unsere Vergangenheit. Das ist sehr spannend, das auch über verschiedene Kulturen zu verfolgen und das ist verdammt schwer, weil nämlich das ganze Wissen untergegangen ist eigentlich in Kolonialismus und durchaus auch im europäischen Raum ist da sehr viel verschüttet. Das schreibt schon Rosa Luxemburg zu. Sie unterliegen insofern unserer Gegenwart nicht so sehr als Commons, aber häufig wird es synonym benutzt und ich habe das auch viel gemacht. Man müsste eher von Common Pool Resources sprechen, weil ich werde gleich argumentieren, zum Commons gehört eben ein gemeinschaftliches System. Aber wenn man Commons als das, was eigentlich der Gemeinschaft gehört, versteht, dann kann man argumentieren, eine Studie in Indien hat das mal vor einigen Jahren schon gemacht, dass ein Hamburger, der für 4 Dollar zu haben ist, eigentlich 200 Dollar kaufen müsste, nämlich wenn man die ganze Naturzerstörung
die Lohnsubventionen, die Gesundheitskosten, die nach dem Verzehr dieses Hamburgers entstehen, etc. etc. mit reinrechnen würde. Ja, Commons versprechen auch eine bessere Zukunft, dazu komme ich gleich. In die Diskussion gekommen sind sie einmal als natürliche Commons, Luft, Wasser, Wälder, Klima, die Weltmeere, das sind alles Bereiche, in denen die herkömmliche Marktwirtschaft versagt und deshalb auch die Weltbank sich angefangen hat, damit zu beschäftigen, letztlich aber doch häufig auch wieder bei Privatisierungen, insbesondere im Bereich von Wald, die Lösung dann sieht, was dann bestehende Commons-Strukturen, sofern sie noch existieren, bei Indigenen zum Beispiel dann auch weiterhin zerstört. Aber auch die NATO erklärt sich zum Beschützer der globalen Commons. Und wer es nicht mitgekriegt hat, Obama hat im Dezember unterschrieben, dass die USA alle Commons außerhalb dieser Erde für sich beanspruchen. Also wenn jemand Interesse hat, vom Mars abzubauen, dann muss man sich jetzt an die USA wenden. Auf der anderen Seite eben die digitalen Commons. Linux, Wikipedia sind die klassischen Beispiele, also freie Softwareprogramme, die freiwillig getan werden, ohne dass Lohnarbeitszwang dahinter ist und ohne dass ein Chef das befiehlt. Produzierte Commons im virtuellen Raum mit der Besonderheit, dass es keine Rivalität in diesem Gut gibt. Also damit ist eben nicht verbunden, dass es einen besonderen Ressourcenzugang dazu gibt, aber es gibt auch keine Rivalität. Es wird nicht weniger, dass es jemand benutzt, dass jemand auf Wikipedia guckt. Im Gegenteil, je mehr mitmachen, dann kommt es zur Komödie der Commons, wie das auch schon mal jemand ausgedrückt hat. Je mehr, desto besser. Der Harvard-Professor Jochai Benkler spricht für diese Form von Produktion, die man eben nicht mit dem Homo economicus verstehen kann, von Commons-based Peer Production, also Commons-basiert. Die deutsche Commons-Expertin Silke Helfrich würde sagen, Commons-schaffend. Und Peer heißt nichts anderes als ebenbürtig, also Produktion unter Ebenbürtigen. Und Benkler sagt auch dazu, freie Software ist nur ein Beispiel für ein viel breiteres sozialökonomisches Phänomen. Und hier kommt eben der politische Blick darauf rein, zu sagen, es sind nicht die Eigenschaften im Gut, sondern es ist das Commoning, was etwas zum Commons macht. Das versuche ich nochmal deutlich zu machen, indem ich die Prinzipien, wie ich sie dann zusammenfasse, basierend auf Christian Siefkes und anderen, wo ich mit dem Commons-Gedanken die einzelnen Güterarten durchgehe, um deutlich zu machen, dass sie für alle denkbar ist. Ja, im Zusammenspiel mit dem Wortspiel mit Economy. Das erste wesentliche Prinzip ist Besitz statt Eigentum. Es ist also nicht einfach Gemeinschaftseigentum, sondern Commons ist schon was anderes, was sich aber relativ gut erahnen lässt mit dem Begriff Besitz. Eine Unterscheidung, die zwar nicht in der Alltagssprache besteht, aber in den Gesetzbüchern. Der Mieter ist der Besitzer einer Wohnung, die Vermieterin ist die Eigentümerin einer Wohnung. Kein Eigentum heißt dann also, man kann nichts besitzen, ohne es zu brauchen oder zu benutzen, sondern dann ist Eigentum das, wovon ich andere sinnfreierweise ausschließen kann oder was ich verkaufen kann. Man kann das mit Häusern denken. In Kuba war es bis 2011 so, dass es gar kein Eigentum an Häusern gab, sondern Menschen haben irgendwo gewohnt und waren Besitzer dieser Häuser, konnten sie aber nicht verkaufen. Man kann es mit Land denken, die klassische Allmende sage ich jetzt nicht weiter zu. Man kann es aber auch mit Dingen denken. Und zum einen dann haben wir die serielle Nutzung, der Krimi einmal gelesen, man weiß, wer die Mörderin war. Dann kann man es in den öffentlichen Bücherschrank stellen. Jemand anders kann es in Besitz nehmen und lesen oder auch in einen Umsonstladen mit allem anderen, was einem aus dem Besitz fällt, wenn man es nicht mehr benutzt. Anders ist es mit Werkzeugen, die man auch nach dem einen Nagel dann doch nochmal den Hammer braucht. Hier habe ich ein Bild einer Bibliothek. Ich habe gedacht,
die Studis von heute arbeiten ja alle über Internet. Deshalb nochmal, wie eine Bibliothek aussieht hier. Das kann man eben nicht nur mit Büchern machen, sondern auch mit allen möglichen anderen Gütern, die man nicht alltäglich braucht. Mit Infrastruktur lässt es sich denken, wenn wir an das selbstgesteuerte Auto denken, ist ganz klar, es ist sehr leicht, Visionen zu haben, wo man über die App das Auto bestellt und es fährt einen irgendwo hin und dann fährt es wieder woanders hin. Wesentlich ökonomisch gesprochen ist hier das unreine öffentliche Gut. Es besteht also eine begrenzte Rivalität, aber ich denke auch, die Bedürfnisse sind ja hier sehr begrenzt. Man fährt vielleicht ein paar Wochen lang nur noch in diesem Auto, aber dann irgendwann auch nicht mehr. Dann gibt es noch die Rivalengüter. Der Apfel ist weg, wenn er gegessen ist. Aber wir wissen das alle, wenn wir mit Freunden zusammen essen, wir essen, bis wir satt sind. Da wird niemand blöde gucken. Aber wenn wir jetzt anfangen würden, die Lebensmittel aus der Küche des Freundes mitgehen zu lassen, dann würden wir wahrscheinlich Ärger kriegen. Also das wäre dann der Punkt, wo es vielleicht zum Eigentum wird, weil wir uns das Frühstück am nächsten Tag ersparen wollen oder weil wir es unserem Nachbarn verkaufen wollen. Solche Dinge. Also man kann es auch denken, weil es um die Bedürfnisbefriedigung geht. Und Produktionsmittel ist natürlich mit dieser Logik ganz logisch, dass man sie dann auch nicht im Eigentum hat. Und das ist natürlich auch der zentrale Punkt, wenn es jetzt darum geht, hat das wirklich eine Vision für die Zukunft? Da werde ich gleich im Teil über Jeremy Rifkin nochmal deutlicher drauf zukommen. Den ganzen Teil, was man bisher gesehen hat, ist Teile, was du kannst, so kann man das bezeichnen, was über den Bedarf hinausgeht. Man kann es aber auch mit Wissen natürlich denken, also Wissen zu teilen, vermehrt teilen. Universitäten sind das, was der in den USA lehrende Wolfgang Hirschele Scarcity Generating Institutions nennt. Also eigentlich ja, das Wissen wird gehalten, es wird verengt, es wird verknappt, während man es auch als Fülle erzeugende Einrichtung organisieren kann und natürlich auch ganz besonders übers Internet. Fülle erzeugende Einrichtungen, abgekürzt FEE, was man auch auf viele Bereiche übertragen kann. Wenn jemand im Repair-Café sich zu blöd anstellt, das Radio zu lernen, wie man das Radio repariert, dann wird es wahrscheinlich die Person machen, die es kann. Das heißt, es geht überall, man teilt Fähigkeiten und, achso, jetzt habe ich ja nochmal den Ausdruck, Commons Creating Peer Production, also Commons basiert, ist eigentlich auch der, oder Commons Pool Resources wäre dann der explizite Ausdruck, basiert ist auch der Kapitalismus, aber wirklich Commons schaffend ist eben diese Seite von Beitragen statt tauschen, wo Menschen intrinsisch motiviert, weil sie was wichtig finden, weil es ihnen Spaß macht, weil sie sich darin verwirklichen, tun. Und das kann jede Form von Dienstleistungen und produktiven und reproduktiven Tätigkeiten umfassen. Wobei sich diese Unterscheidung auch aufhebt auf diese Art und Weise. Das ist verbunden mit offenem Ressourcenzugang, ansonsten wäre es ja wieder Tauschlogik. Und die freie Kooperation ist immer noch mal so ein Begriff, den es Sinn macht, reinzubringen, um zu sagen, es geht nicht um enge Gemeinschaften, es geht schon um gesellschaftliche Kooperation, in der man sich auch frei bewegen kann. Das wäre ein Wirtschaften basierend auf struktureller Gemeinschaftlichkeit, wie Stefan Meres es ausdrückt, und nicht auf strukturellem Hass, weil im Kapitalismus sind wir eben gezwungen und strukturell hassend, nicht den Hass fühlend, aber uns so zu verhalten, weil wir eben, wenn wir etwas für unsere eigene Karriere machen, gleichzeitig den anderen schaden müssen. Mit all dem, was ich jetzt auf dieser Ansatz, auf der Ebene von anders Wirtschaften dargestellt habe, sagt jemand, ein neues Wirtschaftssystem wie kollaborativen Commons betritt die ökonomische Weltbühne. Und das ist eben Jeremy Rifkin, der als bedeutendster Zukunftsforscher der Welt gilt, auch Ökonom ist. Und der sagt, durch die Möglichkeiten des Internets und der dezentralen Produktion, die sich dadurch ergeben, kommt es dazu, dass die Produktion von neuen Gütern immer billiger wird, bis hin, dass sie gegen Null geht und dass deshalb die Knappheit aufgehoben wird. Und
Er formuliert das Zusammentreffen von Kommunikations-, Energie- und Logistik-Internet in einem Internet der Dinge, liefert sowohl das kognitive Nervensystem als auch die physischen Mittel, die ganze Menschheit in einem vernetzten globalen Commons zu integrieren, das die gesamte Gesellschaft umfasst. Also er stellt sich eben wirklich alles so vor, sagt, das Paradigma von Eigentümern und Arbeitern, Verkäufern und Konsumenten beginnt abzubröckeln. Er sieht eben Kommunikationsinternet, die Veränderungen, die es da gab, Möglichkeiten in der Logistik, die immens wären und ganz zentral auch dezentrale erneuerbare Energien als wichtiges Element in dieser Vision, was dann das Internet der Dinge zusammenlaufend ergibt und dezentrale Produktion ermöglicht. Er betont dabei, also er hat immer diesen zweckoptimistischen Technical Fix Ansatz, damit er als Zukunftsforscher gehört wird, aber er hat durchaus auch immer wieder Punkte drin, wo er das Politische einfordert, wenn es darum geht, die Internetmonopole zu zerschlagen oder eben zu sagen, diese Energiestruktur muss wirklich dezentral sein und muss peer-to-peer, also sich gegenseitig unterstützend organisiert sein. In Deutschland gibt es immerhin 900 Energiegenossenschaften inzwischen, also da ist durchaus Bewegung in diese Richtung auch zu sehen. Ich mache es vielleicht mal, habe ich jetzt hier nicht drin, aber an Autoproduktion deutlich, wenn es vor ein paar Jahren noch so war, dass man ein paar Milliarden brauchte, um einen Autokonzern aufbauen zu können, dann ist es eben heute technisch möglich, dass über Crowdsourcing ein Auto konstruiert wird, was auch den Sicherheitsstandards entspricht. Und Crowdsourcing heißt eben, über die ganze Welt können verteilt, zusammenbauend, zusammendenkend, können Leute ein Auto konstruieren, das so konstruiert ist, dass es eben in lokalen Werkstätten hergestellt werden kann. Entweder montiert werden kann oder auch ausgedruckt werden kann. Das ist natürlich im Augenblick noch eine sehr primitive Technik, aber da gibt es ja auch rasante Fortschritte. Auch Felix Stalder hat einen ähnlichen, argumentiert ähnlich, er ist Medienökonom. Er sagt, dies erweitert enorm den Bereich dessen, was produziert werden kann, weil die Produktion nicht länger auf die Märkte mit ihrer Fixierung auf den Tauschwert ausgerichtet sein muss. Zunehmend kann die Produktion sich am Gebrauchswert orientieren. Menschen produzieren gemeinsam die Dinge, die sie selber schätzen. Es kann freier Austausch stattfinden, ohne Rücksicht auf traditionelle Eigentumsformen. Und obwohl Partizipation und Kooperation zentrale Werte dieser solidarischen Kultur sind, ist das stark ausgeprägte Gefühl von Individualität oder Einzigartigkeit jedes Mitwirkenden ähnlich wichtig. Also obwohl es sozusagen Massenbewegungen sind, sage ich jetzt mal, eben dieses Element, dass jeder das Gefühl, dass Menschen das Gefühl haben, sich hierin verwirklichen zu können, ist wahrscheinlich das, was es so attraktiv macht, was diesen Ansätzen so viel Zulauf verschafft. Und mich hat das erinnert an die Proteste in Seattle, wo ich auch war. Einige werden dieses Transparent vielleicht kennen. Wir hatten uns abends mit denen getroffen, die da klettern, deshalb stand ich auch da drunter. Also Proteste 99, die erfolgreich zur erfolgreichen Blockade der Welthandelsorganisation geführt haben und der entscheidende Wendepunkt hin zur Globalisierungsbewegung waren. Jennifer Whitney, die da auch bei war, hat gesagt, das war Teil der Magie von Seattle. Alle, die da waren, hatten das Gefühl, entscheidend dazu beigetragen zu haben. Und das ist genau das, was ich bestätigen kann, dass das, glaube ich, dass die Stärke dieser Proteste ausgemacht hat. Bei den späteren Protesten kann man auch genau diese Prinzipien, die ich beschrieben habe, wiederfinden. Also die Offenheit als die radikale Einbeziehung aller. Man muss auch nicht beweisen, dass man irgendeine Meinung hat oder dass man schon was getan hat, um eben hier von der Friseuse oder beim Essen mitessen zu dürfen, um an den Ressourcen teilhaben zu können. Und es geht um diese tätige Wiederaneignung durch Raum und Zeit, was Neues ermöglicht. Nochmal mehr wieder in Richtung Commons. Hier sind Proteste in
Kopenhagen zu sehen, wo auch die Reclaim Power Aktion gezeigt wird. Links oben und auch links unten sind übrigens die Menschen, die die Delegierten in den Verhandlungen waren oder die in den Verhandlungsräumen waren, die versuchen nach draußen zu uns Protestierenden zu kommen und dabei verprügelt werden. Und wir draußen, weil wir nicht sehr weit kamen, haben dann eben angefangen, uns niederzusetzen in symbolischen Bezugsgruppen, um zu sagen, wie wollen wir mit dem Klima, dem Klimawandel begegnen und eben basisdemokratische Strukturen zu demonstrieren, sage ich jetzt mal. Die Aneignung Commons wird sehr häufig sichtbar, erstmal wieder als Commons Pool Resources, als Gemeingüter, in dem Moment, wo sie privatisiert werden sollen. Also wo man nochmal einen Unterschied hat von dem Zustand, der vorher da war, als öffentliches Gut, zur Privatisierung. Und in diesen Protesten passiert es dann aber eben häufig, dass Leute dann von Energiesouveränität, Energiedemokratie, von Wasserdemokratie sprechen, also sagen, wir wollen auch nicht nur, dass der Staat das verwaltet, sondern wir wollen, dass es basisdemokratisch auch gestaltet wird. Das gleiche bei Energiesouveränität, das untere Bild ist jetzt von der PDF zerstört worden. Ich glaube, das war Via Campesina, die weltweite Vernetzung von Kleinbauern, aber auch die Landlosenbesitzer, Landlosenbewegung in Brasilien ist eben sehr stark da drin, die dann auch Land besetzen. Das ist durchaus ein militanter Widerstand auch. Also diese im globalen Süden ist natürlich das häufig auch wirklich mit der Notwendigkeit von Militanz verbunden, diese Proteste, sage ich jetzt mal. Und die Zapatistas, die auch so am Anfang der Globalisierungsbewegung standen, haben ihren Aufstand auch nicht zuletzt deshalb gemacht, weil mit der Einführung der nordamerikanischen Freihandelsunion 1994 auch die Almenden, die von der mexikanischen Revolution 1910 wieder erkämpft worden waren. Die waren also nicht einfach noch traditionell da, sondern die waren in der Revolution erkämpft worden und können seit 1994 wieder privatisiert werden. Das war ein wesentlicher Hintergrund für die zapatistische Revolution, die dann so viel Ausstrahlung hatte, dass davon die anderen Bewegungen losgegangen sind. Und das, was die Zapatistas damals gesagt haben, alle für alles, nichts für uns. Ich glaube, ich war nicht die Einzige, die das damals wirklich nicht verstanden hat. Ich habe immer gedacht, ja, ist doch alles für alle und Punkt. Warum jetzt nichts für uns? Mit Commons würde ich sagen, man kann es umformulieren heute in alles als Besitz für alle und nichts als Eigentum für uns oder auch andere. Und 1996 haben die Zapatistas ein Treffen im Dschungel gemacht mit mehreren tausend Menschen aus aller Welt, die da hingekommen sind und in der Arbeitsgruppe zur Ökonomie, in die ich dann da gefunden habe, habe ich nicht nur Uli Brandt, der nächste Woche hier steht, da kennengelernt, sondern auch Massimo De Angelis, ein Professor aus inzwischen Großbritannien. Und er war dann auch beteiligt, als eben aus dieser Vernetzung People's Global Action entstand, die Vernetzung von Basisbewegungen weltweit, nicht zuletzt aus dem globalen Süden, die dann hin zu Ereignissen wie Seattle und Co. geführt haben. Und Massimo hat von Anfang an den Blick auf Commons bekommen, etwas, was mir eben wirklich erst 10, 15 Jahre später bewusst wurde, hat er von Anfang an beobachtet und eben auch gesehen, dass diese Kämpfe zum Beispiel gegen Staudämme, aber eben ganz unterschiedlicher Art, sich auch um Commons drehten. Zum Beispiel in Indien eben im Narmada-Tal gegen den Staudamm, wenn die Situation so ist, dass die Menschen, die da leben, erstmal subsistent und in ihren Strukturen relativ gut leben können und dann dadurch vertrieben werden in die Slums und dort dann Geld brauchen und ganz anders leben müssen. Arundhati Roy hat mal eine Szene beschrieben, wo sie mit jemandem in so einem Slum spricht, der sein Baby auf dem Arm hat und währenddessen erzählt, wie er früher im Wald 46 unterschiedliche Früchte hat ernten können und seine Kinder diese Früchte nie wieder sehen werden, weil er sie sich einfach nicht leisten kann per Geld. Das heißt, die Kämpfe um Commons werden häufig sichtbar durch Abwehrkämpfe, aber letztendlich geht es eben auch was ganz anderes, nämlich um, also viel weiterreichendes, nämlich eben wirklich
in diesen Strukturen dann Gesellschaften aufzubauen, in denen jenseits von Zwängen, von Eigentum, der freie Fluss von Kooperation, Erfindungsgeist und gesellschaftlichen Neuerungen von den Bedürfnissen und Sehnsüchten der einzelnen Menschen angetrieben wird. Massimo De Angelis, den ich gerade erwähnt hatte, hat dann Anfang des Jahrtausends eine Webseite gegründet zu Commons, und das war so die erste Gelegenheit zu Commons, sich international zu vernetzen. Und er hat von Anfang an weiterhin auch gesagt, Commons tritt als strategischer Horizont in den Bewegungen hervor und sagt das bis heute, sagt auch, auch eben Occupy oder andere Bewegungen ist es zu sehen. Und wesentlich ist natürlich auch die rund um die Uhr Präsenz, die damit verbunden ist, weil es eben um die selbstverwaltete Reproduktion des alltäglichen Lebens geht. Ein anderer Mitstreiter von uns, George Kafensris, Philosoph aus den USA, schreibt so ganz schön, die weltweite Bewegung von BesetzerInnen verlangen Common Spaces, wo sie leben können, um ihre politischen Gedanken zu verkörpern. Darum beinhalten die ersten Taten einer Besetzung Hausarbeit. Wo schlafen wir, wo essen wir, wo lassen wir Wasser und wo machen wir unser Geschäft, wer macht was sauber und so weiter. Immer kommt es dann dazu, dass diese Bewegungen wie Wellen niedergehen, ein Punkt, den auch Kafensis deutlich macht. Und er sagt aber, in diesen Zeiten verfestigen sie sich als neue Formen im Alltagsleben. Das ist, glaube ich, auch bei den Indignados und anderen Bewegungen deutlich zu sehen, wie dann in die Stadtteile gegangen wird und weiterhin umgesetzt wird, was auf diesen Platzbesetzungen gelernt wurde. Und er sagt, aus der Perspektive der zukünftigen Welt könnte das, auch wenn es erstmal nach Scheitern dieser Bewegung aussieht, doch als wesentliche Momente auf dem Weg der Verwirklichung der zukünftigen Welt gelten. Und er weiter, Zitat, das ist es, was die Regierung und die Wall Street so besonders hassen an den Besetzungen und warum so viel Gewalt gegen sie losgelassen wurde. Sie zeigen einen anderen Weg auf, die Gesellschaft zu organisieren und neue Commons entstehen zu lassen. Ja, ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass die Bewegung mit den, ich wirklich das Glück hatte, viel zu tun zu haben in der Globalisierungsbewegung, die seit Jahrzehnten dissidente Politik machen, ob es Adivasis aus Indien sind oder Bauernbewegungen aus Indien oder schwarze Gemeinschaften aus Kolumbien, die Kuna aus Panama, dass es Bewegungen sind, die unter sich teilweise ein bisschen eine andere ökonomische Basis, aber eben auch wirklich Räume anderer Selbstverständlichkeiten unter sich noch leben und dadurch auch andere Denk- und Handlungshorizonte haben und das auch nicht nur einfach traditionell haben, sondern auch schwarzen Gemeinschaften in Kolumbien sagen natürlich immer, es hat nichts mit Tradition zu tun, wir sind das Ergebnis davon, wie ihr seid. Also das ist natürlich immer ein Prozess. Und dass sich eben in diesen Bewegungen dann auch wieder neue Denk- und Handlungshorizonte herausbilden können. Das ist eben auch was ich mit dem Begriff Halbinseln gegen den Strom ausdrucken möchte. Habe ich noch ein paar Minuten? Also ich, ja? Okay. Dieses Bild habe ich ausgewählt. Thomas Dönnebrink, der deutschlandweite Connector, heißt es, glaube ich, von WeShare, also von der Sharing-Ökonomie, auf die viel eingedroschen wird, aber die durchaus auch viele, wo viele politisch bewusste Leute durchaus auch mitmachen, sagt, diese Steine konnte man eben auch sehen als Ansätze anderen Wirtschaftens. Wenn wir uns vorstellen, dass hier ist die Seite des Ufers, wo noch die alte Wirtschaft ist, und da hinten ist die Seite des Ufers, wo die neue Wirtschaft ist. Und einige dieser Steine sind schon ganz schön weit da drüben bei der neuen Wirtschaft und andere sind eben noch näher dran, wie es eben einige Sharing-Modelle vielleicht sind, mehr an der kapitalistischen Logik, aber dass es eben trotzdem einen auf den Weg bringen kann zum anderen Ufer. Die Frage sind also bei der Transformation. Horst Stohwasser hat in den 80er Jahren das Projekt A geschrieben. Da hat er, finde ich, so ein bisschen die, ich habe es aber auch schon seit ewig nicht gelesen, vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, sollte ich mal wieder machen. Ich erinnere es so als die Vision, dass er sagt, wir bilden eben andere Gemeinschaften und überspitzt gesagt, die Nachbarn gucken über den Zaun und sehen, wie schön es ist und wollen alle mitmachen und so werden wir größer. Und jetzt habe ich aber vor kurzem nochmal
eine andere Darstellung, die ich sehr schätze, gelesen bei ihm. Er sagt, er ist inzwischen auch verstorben, und das ist aus Mitte der 90er, er sagt, es wird immer wieder zu massiven Erschütterungen der Weltökonomie kommen. Er sagt, ein Dominoeffekt unter Banken voraus, was wir inzwischen hatten, die Zinsverweigerung eines quasi bankrotten Staates. Damals spricht er noch von Drittweltstaat, weil er sich von Europäischen das wohl noch nicht vorstellen konnte, sowie die forcierte Massenflucht der Armen in die Metropolen der Reichen. Doch dafür, dass diese Krisen im libertären Sinne befreiend wirken könnten, müsse vorher eine Menge passieren. In dem Moment, wo sich eine schweigende Mehrheit nach Alternativen umschaue, müssten auch welche da sein. Nicht in Köpfen oder Büchern, sondern im realen Leben. Alternativen, die nicht erst in diesem Moment aus dem Hut gezaubert werden, sondern schon lange existieren und sich bewährt haben. Sie müssten den Menschen geläufig sein und ein gewisses Vertrauen erwecken. Nur dann bestünde die Chance, dass sich Millionen von Menschen und nicht nur die Minderheiten in den Nischen plötzlich solchen Alternativen zuwenden und sich anschließen. Und jetzt zum Schluss kommt, da finde ich es schon sehr spannend, wenn ich eben Argentinien als sehr der Tauschlogik verhaftet erlebt habe, zu sehen, dass es in Griechenland jetzt durchaus andere Ansätze gibt. Also die Biome, jetzt eben in Griechenland eine besetzte Fabrik, sagt nicht einfach, wir sind eine Genossenschaft, das heißt, wir sind egalitär untereinander und machen nach draußen Marktlogik, sondern sprechen ganz bewusst von sich als Commons und versuchen eben mit den Menschen, für die ihre Produkte sind, dann auch abzusprechen, welche Bedarfe gibt es etc. Also geht eigentlich in eine ähnliche Richtung wie die solidarische Landwirtschaft, wo ja auch die einen sagen, wir sichern, dass ihr produzieren könnt, und die anderen sagen, wir sichern, dass ihr eure Produkte bekommt, und das versucht wird zusammenzubringen, statt sich der Konkurrenzlogik auszusetzen. Oder sehr spannend eben die Beispiele der Solidarity Clinics in Griechenland, 45 von denen, also 60 insgesamt gibt es, die umsonst die medizinischen Dienstleistungen anbieten, und 45 von ihnen verstehen sich als autonom und sie sagen, wir wussten nicht, dass wir Commons gemacht haben, aber wir haben es gemacht. Und sowohl Viome als auch die Solidarity Clinics betonen, wenn sie darüber sprechen, immer, wie sehr es sie selbst verändert. Nochmal als letzten Gedanken reingegeben, was ich eben mit diesen Halbinseln auch deutlich zu machen versuche, ist immer, dass wir uns als Subjekte nicht im Gegebenen völlig verändern können und dass wir auch die Umwelt als gegebene Subjekte nicht völlig verändern können, sondern dass wir immer nur unsere Identität ein bisschen queeren und dann den Raum der Selbstverständlichkeit, in dem wir uns bewegen, eben ein bisschen verändern können. Dann spreche ich in Anlehnung an Venceremus, an Quiremus. Und das, denke ich, ist eine Form, wie Transformation funktioniert. Vielen Dank. Leben in Zeiten der multiplen Krise, studentische Ringvorlesung an der Uni Kassel.